willkommen hier bei Traumflieger Photographics zur DSLR Woche 17. Das heutige Thema ist die EOS 6D, brandneu, durchgetestet. Hallo Stefan. Hallo Chris. Ich gebe sie dir gleich mal in die Hand. Wir haben sie ja in Auflösungstests und diversen anderen Tests ja schon jetzt durch und diese Ergebnisse wollen wir ja den Zuschauern auch gleich präsentieren. Aber ein kleines Vorwort von dir, was sagst du? Ja, EOS 6D, vielleicht für die meisten, die ins Vollformat upgraden oder überlegen abzugraden, die interessanteste aktuelle Canon DSLR, liegt ja so um 2000, mittlerweile ja schon unter 2000 Euro. Ja, wie gut ist sie denn eigentlich? Was steckt in ihr drin? Du hast es gerade gesagt, wir haben das durchgetestet, das präsentieren wir Ihnen, aber nicht nur das, natürlich der Vergleich 5D Mark III, 5D Mark II. Und ja, wie schneidet die 6D eigentlich zu den Crop-Kameras? Ja. EOS 7D ist ja auch noch die aktuelle einstellige, die ja auch noch überlegenswert ist und die viele ja auch haben. Lohnt sich das Upgrade von der 7D auf die 6D, ist vielleicht ja auch eine Frage. Und im Vergleich haben wir auch die 650D. Gut, das ist jetzt eine andere Klasse, aber die Frage stellt sich ja dann auch für den einen oder anderen, lohnt es sich dann so viel mehr zu investieren, kriegt man dann so viel mehr Bildqualität, wenn man auf eine Vollformat, auf die 6D upgradet? Das versuchen wir hier zu klären. Aber wir haben auch die Lumix GH3 ja schon angesprochen und vorgestellt. Ja, wie gut ist denn diese Lumix GH3? Wir haben das ja in einem ausführlichen Video auch schon gemeinsam vorgestellt. Sie liegt sehr gut in der Hand. Hat aber einen kleinen Zweifach-Crop-Sensor drin, der soll verbessert sein, 16 Megapixel. Ja, wie gut ist denn die Lumix GH3? Nicht nur im Vergleich zur schlankeren GH2, sondern natürlich auch zum Vollformat und zu diesen Canon DSLR. Und ja, Chris, wir schauen uns mal an, wie wir das dann bei uns im Labor, die Auflösung analysiert haben. Ja. Ja, und hier der kurze Film dazu. Ja, kommen Sie mit bei uns ins Testlabor, ins Labor, um die EOS 6D und die weiteren DSLR und Spiegellosen auszutesten. Und hier nutze ich für die Canon DSLR ein 180er L-Makro, das höchstauflösendste, was wir von allen Canon-Objektiven ermittelt haben. Mittlerweile sind das über 70. Und hier habe ich die EOS 6D montiert und an einem Getriebeneiger ausgerichtet. Ja, und hier nutze ich die interne Wi-Fi-Verbindung und kann jetzt völlig kabellos an einem großen PC-Monitor die Kamera fernsteuern und auch erschütterungsfrei auslösen. Ja, und hier drücke ich dann auf den Software-Taster und das löst die EOS 6D hier aus. Ja, und mit dem RAW fütter ich hier Lightroom und anschließend unsere Testsoftware IMA-Test. Mit der Software kann ich die Linienauflösung auslesen und hier gibt es 2541 Linien im RAW-Format für die EOS 6D. Wir haben das noch ein zweites Mal ausgemessen und sind auf 2615 als Maximum gekommen. Ja, ich untersuche jetzt hier auch nochmal den hauseigenen RAW-Converter Digital Photo Professional und schaue mal nach, was der dann für eine Auflösung rausbringt. Seit der 5D Mark III, mit Auslieferung der 5D Mark III, gefällt uns Digital Photo Professional nicht mehr so gut. Es kommt nicht mehr an die Leistung, an die Auflösungsleistung von Adobe Software heran. Leider muss man sagen, früher war das anders. Aber vielleicht ist es ja mit der 6D anders geworden. Das untersuche ich hier. Also hier habe ich einen RAW, was ich jetzt auch mit IMA-Test, unserer Testsoftware, das ist eine Profi-Tester-Software, nach ISO 12.23.3 Industriestandard, also nichts selbst ausgedachtes hier, ausmesse und ja, was kommt bei raus? 2682, das ist höher als bei Adobe Camera Raw, aber völlig überschärft. Das liegt an den klammheimlichen Presets hier, 23% Überschärfung. Digital Photo Professional kommt nur real auf 2400 und Adobe Lightroom, deswegen ist Adobe auch unser Teststandard schon seit Jahren, auf über 2600 Linien. Ja, hier mal ein Vergleich JPEG und RAW. Links JPEG, so wie es aus der Kamera per Preset rauskommt mit Standard Picture Style und rechts das RAW und hier kann man sehen, das JPEG löst deutlich geringer als rechts das RAW auf. Und ja, Kenner wissen das bereits. Die RAW haben mehr Potenzial als die JPEGs, die aus der Kamera kommen. Deswegen
sind RAWs bei Profis auch so beliebt. Jetzt aber der spannendste Vergleich vielleicht, der Auflösungsvergleich im RAW-Format. Links 6D, rechts 5D Mark III. Ja, wie gut ist denn jetzt die 6D im RAW-Format im Vergleich zur teureren EOS 5D Mark III? Ja, und das kann ich jetzt hier ganz genau ablesen an diesem Testchart. Und ich sehe, die Auflösung ist vergleichbar. Ich sehe keinen relevanten Unterschied. Aber im Vertikal-Auflösungslinienchart sehe ich doch Vorteile für die 5D Mark III. Da sind die Linien komplett durchgezogen, an der 6D nicht ganz. Also den RAW-Format-Vergleich gewinnt hier die 5D Mark III. Aber jetzt die 5D Mark II. Und die löst noch höher auf und schlägt die 6D eindeutig. Das kann man also hier an den feinen Linien ablesen. Auch in den Vertikallinien kann man erkennen, die 5D Mark II löst gegenüber der 6D deutlich höher auf. Und damit ist die 5D Mark II Gesamt-RAW-Sieger hier im Vollformat-Trio. Ja, hier nochmal ein Überblick. 6D schafft 2615, 5D Mark III im Maximum 2800 rund und die 5D Mark II über 3000 Linien, also die 5D Mark II Testsieger im Auflösungstest hier im RAW-Format. Ja, und hier noch die weiteren Kameras, 7D, etwas über 2,4, 650D, über 2,5. Ja, und die Lumix GH3 auch sehr interessant, 2315 als Maximum, etwas weniger als die GH2. Das ist etwas überraschend. Hier noch ein Überblick. Maximalauflösung, Referenz 5D Mark II, ja, und die 6D kommt auf 86%, die Lumix auf 82%. Ja, Chris, 2615 Linien als Maximum im RAW-Format für die EOS 6D schneidet damit schwächer ab, laut unserem Auflösungstest, als die 5D Mark III und deutlich schwächer, muss man sagen, als die 5D Mark II. Das jetzt mal als Vollformat-Trio verglichen. Also 6D kommt dann nicht so ganz mit den Auflösungswerten der 5D Mark II vor allem nicht und auch der 5D Mark III mit. Ja, was sagt man dazu? Sie hat ja nominell 20 Megapixel, liegt ja nominell schon ein Megapixel, sage ich mal, rund hinter den anderen 5Ds. Ja, ja. Aber 2600 Linien ist dann doch ein bisschen weniger, zumindest als ich erwartet habe. Was sagst du dazu? Ist das jetzt schade? Naja, also man muss immer gucken, was macht man mit den Bildern? Ne? Drucke ich sie aus? Präsentiere ich sie auf Großformaten an einer großen Wand oder schaue ich sie mir nur auf großen Monitoren an? Präsentiere ich sie im Web? Und ja, das muss dann jeder selber entscheiden, wo er dieses Quäntchen noch sucht. Das ist natürlich auch alles irgendwie Klagen auf hohem Niveau für mich jetzt. Ja. Klar, die 5D Mark II ist so der heimliche Bildqualitätskönig. Auflösungskönig, Auflösungs- sagen wir mal vorsichtig. Genau, Auflösung, da kommt noch was anderes hinzu. Aber wir haben ja das, oder wir werden das ja noch zeigen in den praktischen Beispielen, in einer kleinen Pflanze. So in der Praxis wird es schon schwierig, diese Unterschiede zu erkennen. Man sieht sie, wenn man sich bemüht, aber naja. Lass uns noch kurz über die anderen DSLR, über die 7D sprechen. Da kommen wir auf rund 2400 Linien. Liegt jetzt gar nicht mehr so weit weg von der 6D, von der Linienauflösung. 650D hat mich überrascht. Ja. Kommt sogar fast auf die 6D-Werte, über 2500 Linien heran. Ist jetzt auch kein so großes Wunder. Aber, naja, ich hätte für die 6D doch ein bisschen mehr erwartet. Und ja, die Lumix überraschenderweise in den Auflösungswerten auch einen kleinen Minischritt zurück, wenn man sie zur GH2 vergleicht. Auch überraschend, muss man sagen. Ja, aber das ist in der Tat überraschend. Du hast es gerade gesagt, welche Praxisrelevanz haben denn nun diese Linienauflösungswerte? Ja, und wir haben hier diese kleine Pflanze, dieses Frauenhaarfarn, dann auch einmal vor unser Testchart aufgebaut und wollen hier gleich mal gucken, ja, wie ist dann nun die Linienauflösung dann auch noch zu sehen oder ist das eine Einbildung und reine Testillusion? Ja, untersuchen wir die 6D einmal in einem natürlichen Motiv, einem Frauenhaarfarn und hier im RAW-Format mit dem 180er Makro bei F5,6. Links die 6D, rechts die 5D Mark III. Ja, und die Strukturen sind in beiden Fällen
eigentlich vergleichbar hoch aufgelöst hier in der 100% Ansicht. Ich empfinde jetzt hier keine gravierenden Nachteile an der 6D. Also optisch bei diesem Motiv zumindest keine gravierenden Abweichungen in der Auflösung. Ja, vergleichen wir dann nochmal die 6D zur 5D Mark II. Beide auch mit dem 180er aufgenommen hier im RAW-Format mit Standard-Preset. Ja, und wenn man will, kann man der 5D Mark II durchaus noch minimalste Vorteile zusprechen. Aber wir haben hier einen 1:1 Vergleich. Wirklich signifikant auffällig sind die Unterschiede jetzt nicht unbedingt. Und da kann man der 6D durchaus zugestehen, auch wenn die Linienauflösung nicht auf allerhöchstem Niveau liegt, dass sie hier in der Praxis durchaus auch gegenüber der 5D Mark II sehr gut abschneidet. Also Stefan, das, naja, also man kann es sehen, aber so wirklich groß und gravierend sind die Unterschiede denn ja doch nicht. Ne? Nee, genau. Wir haben es ja kommentiert im Video. Also richtig gravierende Abfälle, dass man sagen kann, die 6D ist jetzt nicht so hoch auflösen, da wird es dann doch deutlich unscharf, das kann man nicht sagen. Ja. Insoweit muss man wirklich auch unsere Linien und generell Linienauflösungswerte relativieren. Man muss aber auch dieses Aber anfügen. Es gibt sehr trainierte Fotografen, fortgeschrittene Fotografen, die sehen noch Nuancen. Es kommt dann auch immer auf das Beispiel drauf an. Genau. Man müsste im Prinzip alle Motive der Welt hochdetailliert fotografieren, um dann statistisch zu ermitteln, ja, man sieht es doch in einigen Motiven. Und in unserem Webreport, wenn Sie Lust haben, gucken Sie bei uns in den Kameravergleich zur 5D Mark III, da haben wir das ja schon festgestellt. Ja. Die 5D Mark III liegt ja etwas hinter der 5D Mark II und da hatte ich ein Motiv, so ein Baumstamm, wir haben uns das vorhin kurz angeguckt. Mhm. Da kann man das schon sehen, dass da doch Strukturen an der 5D Mark II noch so ein kleines Tickchen höher aufgelöst sind, auch wenn wir es hier am Fraunhofer nicht unbedingt direkt so klar haben sehen können. Aber du hast recht, man muss es relativieren, es kommt drauf an. Guckt man dann jetzt als Pixel-Pieper immer bei 100% und wehe, da ist die kleinste Nuance, dann ist die Kamera schlecht, das würde ich auch nicht sagen. Ja, ja. 6D löst super auf, ist in der Praxis voll zu gebrauchen. Da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, na komm, die hat jetzt 400 Linien weniger als die 5D Mark II, deswegen ist sie Schrott. Nein, keineswegs. In der Praxis finde ich sie voll tauglich. Ja. Ne? Und sie hat ja noch ganz andere Vorzüge. Sie hat noch andere Vorzüge, da kommen wir dann im Fazit nochmal drauf. Aber im Moment muss ich sagen, schade. Ja, es ist ein bisschen gemischtes Gefühl. Ne? Schade, es hätte so schön sein können. Aber optisch ist sie in Ordnung, also das wollen wir jetzt erstmal festhalten. Mhm. Aber es gibt natürlich ja mehr Kriterien. Die Auflösung ist nicht alles, Chris, sondern was gibt's noch? Naja, der Dynamikumfang, den werden wir uns später noch angucken, aber jetzt erstmal das ISO-Rauschen. ISO-Rauschen, ja, da waren wir auch im Labor. Schauen Sie zu, wie schneiden die DSLR beim ISO-Rauschen und auch die Lumix ab. Das ISO-Rauschen messen wir anhand einer Harry Potter-Szene mit sehr hochdetaillierten Figuren. Ja, und auch die Belichtung ist hier ganz ausgefeilt, Hintergrundbelichtung und natürlich die beiden Tageslicht-Fotolampen beleuchten hier die Szene. Und wir fotografieren dann in allen ISO-Stufen formatfüllend mit Standardbelichtungswerten. Und hier sehen Sie die 100% Ausschnitte mit rotem Rahmen, die wir Ihnen jetzt hier zeigen. EOS 6D von ISO 50 bis 100 2400, dann die 5D Mark III. Ja, das sieht schon alles sehr ähnlich aus. Jetzt die 5D Mark II, der fehlen natürlich die hohen ISO-Werte. Aber das ist alles auf einem Niveau. Jetzt kommt die 7D. Ja, da rauscht es schon etwas mehr in den hohen ISO-Werten. Die 650D hat dann noch einen 25,6er dazu bekommen. Warum ist die Frage? Lumix GH3 überraschend rauschfrei. Und hier die GH2 rauscht stärker als die GH3. Das Ganze hier dann nochmal von 800 bis 6400 im Überblick. Und ja, nehmen Sie sich die Zeit, stoppen Sie den Videoplayer vielleicht und gucken sich das genauer an. Man kann also sehen, die 6D schneidet hier sehr gut ab und die EH3, die neue, auch ziemlich gut. Ja, hier ein prozentualer Vergleich. Die 6D gewinnt das ISO-Rauschen. Das geht hier von ISO 100 bis
12.800 der Schnitt und die GH3 schneidet auch recht gut ab. Das ist ja auch mal wieder ganz interessant gewesen, aber eigentlich aber auch, finde ich, zu erwarten. Dass die EOS 6D jetzt Rauschsieger geworden ist, Auflösung im Vollformat nicht so toll, wenn man sie jetzt zu den anderen beiden 5Ds vergleicht, aber beim ISO-Rauschen lag sie jetzt nominell dann doch vorne, das gleicht sich dann so ein bisschen aus, ja. Aber wir haben das ja dann auch optisch gezeigt, so groß ist der Unterschied jetzt auch nicht. Ich würde ihn nicht als signifikant einstufen, das liegt noch so fast in der Messungenauigkeit. Also optisch liegen die Canon Vollformat 5D Mark III, 5D Mark II und 6D eigentlich auf einem Niveau. Ja, sehr hohes, gutes Niveau. Aber man sieht natürlich auch die gekroppten Kameras 7D und 650D. Ja, was sagst du dazu? Ja, die sind ausgereizt, möchte ich sagen. Ne? Ja. Mehr Megapixel dürften es nicht sein. Wir haben gesehen, die 650D aufgrund ihres modernen Designs, moderner Sensor, hat jetzt aufgeschlossen zur 7D und ist ein Hauch, besser will ich jetzt nicht sagen, aber es ist so. Messtechnisch haben wir eine im Durchschnitt von ISO 100 bis 12.800. Genau. Wir messen das in Kilobyte, also das Rauschen, je mehr Rauschen drin ist, umso größer wird die Datei. Und wir haben dann einen leichten Vorteil messtechnisch ermittelt für die 650D gegenüber der 7D. 7D 45 Kilobyte große Datei, im Schnitt 650D 42 Kilobyte. Aber das würde ich auch nicht unbedingt als signifikant einstufen. Nein. Aber du hast recht, sie hat natürlich jetzt zu einer deutlich teureren 7D aufgeschlossen. Aber man kann sich natürlich fragen, Canon und nicht nur Canon bohrt ja die ISO-Werte nach oben, ne, hat 25,6 bekommen. Das ist eigentlich nicht gerechtfertigt. Naja, ich weiß nicht, wie jetzt die Philosophie dahinter steckt, warum jetzt die 25,6 da sind bei so einem 18-Megapixel-Sensor im APS-C-Format. Für Dokumentationsaufnahmen sicherlich geeignet, künstlerisch nicht wertvoll. Kann das sicherlich rechtfertigen, da gebe ich dir recht. Aber es signalisiert ja auch immer so ein bisschen, jetzt hat sie höhere ISO-Werte, Klammer auf, weil sie natürlich rauschfreier geworden ist als das, was bisher im Crop bei APS-C-Format vielleicht da war. Und diese Signalwirkung ist Marketing, würde ich sagen. Ja. Das ist jetzt nicht durch einen niedrigen ISO-Rauschwert zu rechtfertigen. Ja, die Lumix GH3 gewinnt ganz deutlich gegenüber der GH2. Da kann man wirklich jetzt bei Auflösung war sie jetzt nicht besser. Ein kleiner Rückschritt, minimal, nicht signifikant, aber Rauschen deutlich besser. Hat damit auch in den höheren ISO-Werten, das galt bisher ja nicht. Die GH2 hat ja Zweifach-Crop, ist also ein kleinerer Bildsensor als im APS-C-Format. Die haben ja 1,6-fach Verlängerungsfaktor. Also der Sensor ist hier nochmal etwas kleiner und hat dadurch ja auch mehr zu kämpfen, sage ich mal, tendenziell. Und die GH2 rauschte in höheren ISO-Werten, das haben wir schon ermittelt, das haben wir ja auch gerade gesehen, dann eben deutlicher als die APS-C-Modelle. Das haben auch andere Tester so ermittelt. Das gilt jetzt nicht mehr für die GH3, ne? Genau, die ist jetzt gleichgezogen. Die hat gleichgezogen mit den Canon APS-C beim Rauschen. Das ist eine kleine Überraschung. Da kann man sehen, da ist ein Sensor-Design-Fortschritt tatsächlich zu finden hier bei der Lumix GH3. Das ist wohl Olympus und Panasonic, ich vermute mal, die decken sich bei Sony mit den Sensoren ein. Sehr vermutlich, ja. Panasonic sagt nichts dazu, es ist sicherlich keine Eigenentwicklung und die haben sich da wohl dazu gekauft. Macht ja auch nichts. Macht Nikon ja auch. Aber man muss hier im Moment schon mal sagen, naja, okay, man kann hier einen Fortschritt erkennen. Bei Canon finde ich es etwas schwieriger zu erkennen. Ja, sie halten sich da sehr zurück, muss ich sagen. Im APS-C-Format habe ich jetzt hier keinen so großen Fortschritt an der 650D dann gesehen. Ja, Chris, du hattest es vorhin schon angesprochen, nicht nur Auflösung, nicht nur ISO-Rauschen, sondern auch der Kontrast, der Dynamikumfang ist ein wichtiges Kriterium, vor allem für RAW-Fotografen, die dann nachträglich ihre Bilder noch gerne optimieren wollen, über Strahlung und tiefdunkle Schatten dann noch verbessern wollen. Und da ist natürlich die Frage, wie hoch ist der Dynamikumfang? Das schauen wir uns auch noch mal kurz hier an.
Ja, wie viel steckt in der RAW-Datei drin? Man kann RAW-Dateis noch erheblich besser aufhellen. Hier ein Beispiel an einem Wohnhaus, was abgeschattet ist und jetzt aufgehellt ist in Lightroom. Ja, und die Lichter kann ich auch noch korrigieren. Ich ziehe jetzt den Himmel runter und damit wird er erkennbar. Und wenn man das jetzt vergleicht, original links, rechts die Korrektur, hier hat man gesehen, der Himmel wurde deutlich korrigiert. Und wir haben das ausgemessen an einem Graustufenkeil und den haben wir um fast 4 Stufen überbelichtet. Links sehen Sie die Überbelichtung, rechts habe ich das Ganze zurückkorrigiert, also die Lichter haben wir also korrigiert und können hier ganz genau sehen, wie viel Highlight-Recovering-Potenzial steckt in dem RAW drin. Und ja, hier sehen Sie ein Beispiel von der 5D Mark III. Rechts kann man also den Graustufenkeil nach der Korrektur deutlich weiter erkennen als vor der Korrektur. Ja, und hier steppe ich mal ganz kurz die 6D durch und hier können Sie sehen, da liegt die Korrektur so ungefähr um 8, also je höher der Wert, umso besser das Recovering-Potenzial. Und jetzt die 5D Mark III, also eben haben wir die 6D mit 8 gehabt und hier kommen wir sogar noch eine ganze Stufe weiter, fast auf 9. Das sind Drittelstufen, also das Recovering einer 5D Mark III ist ungefähr eine Drittelstufe besser. Und jetzt die 5D Mark II, ja, die kommt noch ein ganzes Stück weiter. Also hier das Highlight Recovering an der 5D Mark II am besten bisher im Vollformat. Jetzt an der 7D, ja, da liegen wir so ungefähr bei 6, kommen etwa auf 7, also nicht ganz an den 6D-Wert heran, der lag ja bei 8. Und hier die 650D ist noch ein Stückchen weiter hinten, kommt so auf eine 6, also noch ein Stückchen hinter der 7D. Und jetzt kommen wir gleich mal zur Lumix, hier die Lumix GH2. Ja, die kommt nicht ganz so weit. Das sieht mir hier nach 6 aus. Ja, die 6 schafft sie. Und ja, das sind jetzt verschiedene ISO-Stufen. Das erhöht sich dann erstaunlicherweise zum Teil. Jetzt die GH3 kommt auf 8, liegt ungefähr bei der 6D. Und ja, das ist überraschend. Die Tiefen haben wir auch analysiert. Und zwar haben wir eine Unterbelichtung um 4 Stufen vorgenommen. Und das korrigieren wir jetzt nach oben. Also was steckt in den Tiefen? Ist da nur zu Rauschen zu finden oder noch mehr? Und ich steppe sie mal ganz kurz durch, damit Sie einen Eindruck gewinnen. Die Tiefen sind normalerweise nicht so gut zu erkennen wie die Lichter. Und ja, vielleicht nehmen Sie sich die Zeit, wenn Sie Lust haben, und gucken dann nochmal genau nach, wie gut sind denn die Graustufen im tiefen Bereich ausdifferenziert. Ich finde es nicht ganz einfach, das zu analysieren, aber es steckt mehr als Rauschen drin und man hat auch gegenüber dem JPEG-Format auf jeden Fall rund eine Belichtungsstufe Aufhellpotenzial. Also da lohnt sich das RAW-Format auf jeden Fall.